50, 44 deutsche Untertassen vernichten 145 Superfestungen, wenn ich so. Ja, Glück auf, ihr Lieben. Heute schauen wir uns das Buch an, Deutsche Flugscheiben und U-Boote überwachen die Weltmeere. Von O. Bergmann. Ich hatte im letzten Video das schon mal angesprochen. Hat jetzt eine Weile gedauert, bis rausgekommen ist, aber es gibt viel zu tun. Gleich vorweg, ich identifiziere mich mit nichts aus dem Buch. Ich stelle es nur vor als Fundstück. Alles, was in dem Buch geschrieben ist, spiegelt nicht meine Meinung wider, sondern ich bin nur ein interessierter Leser. So wie ihr auch, nur um das mal an dieser Stelle festzuhalten. Ja, O. Bergmann, deutsche Flugscheiben und U-Boote überwachen die Weltmeere. So wie es aussieht, ist das Band 1. Es gibt also ja, anscheinend noch Band 2. Ja, schauen wir uns mal das Inhaltsverzeichnis an. Ja, Vorwort, die Absetzung deutscher U-Boote vor 1945, fliegende Scheiben mit dem bekannten Kreuz. Dann unbekannte U-Boote in allen Weltmeeren, die strategische Bedeutung des Bermuda-Dreiecks, verschwunden im Bermuda-Dreieck, Wetter als Waffe, auf der Suche nach den UFO-Basen und amerikanisch-sowjetische Bermuda-Forschung, Quellenverzeichnis und dann haben wir den Anhang. Ich habe es schon mal überflogen, der Anhang ist sehr interessant, aber auch was vorher geschrieben ist, es ist viel Text, zumindest am Anfang, aber zum Ende zu werden wir ein paar schöne Bilder und Zeitungsartikel haben. Ja, sehr, sehr interessant. Ja, unsere erste Schrift über die deutschen Flugscheiben erschien im Jahr 1983. Seinerzeit hatten wir uns lediglich die Aufgabe gestellt, so gut wie möglich den Nachweis zu führen, dass die seit nunmehr 4 Jahrzehnten in allen Teilen der Welt beobachteten UFOs nicht außerirdischer Herkunft, wie die Internationalisten über ihre Weltmedien verbreiten lassen, sondern rein deutschen Ursprungs sind. Ich finde das schon mal sehr interessant, dass Sie hier von Internationalisten und Ihre Weltmedien sprechen. Kleinem Vorwort, ja, ihr könnt euch selber ja eure Gedanken dazu machen. Allerdings mussten wir mehr und mehr feststellen, dass nicht nur annäherndes Wissen über diese deutsche Entwicklung vor 1945 fehlte, weitgehend auch in den deutsch- oder national gebliebenen Kreisen, sondern auch das sogenannte UFO-Thema an sich. Also die Ereignisse der letzten Jahrzehnte größtenteils unbekannt geblieben waren. Ja, die Zusammenhänge wurden und werden meist immer noch ganz im Sinne der herrschenden Alliierten suffisant belächelt und als Unfug abgetan. Um diese beabsichtigte Wirkung zu erzielen, wurde selbst die besatzungsnationale Presse in der BRD mit eingespannt. Ja, also die sprechen ja immer von einer Besatzung, das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Aufgrund dieser Situation fühlten wir uns nach und nach verpflichtet, nicht nur den Nachweis der deutschen Herkunft schrittweise zu erbringen, sondern auch über die weltweiten Flugscheibensichtungen bis hin zu militärischen und sonstigen Geschehnissen der letzten Jahrzehnte viel ausführlicher zu berichten als anfänglich vorgesehen, weil die reichsdeutsche Strategie so grandios abläuft und dadurch wiederum so unglaubwürdig erscheint. Fühlten wir uns ebenfalls veranlasst, die Tatsachen durch Quellenmaterial und Dokumente gut zu belegen. Nur das ist der Grund dafür, warum wir diese große DIN A4-Format oder dieses große DIN A4-Format gewählt haben. Die politische Situation in Deutschland wäre niemals so verhängnisvoll, so nachteilig für das deutsche Volk verlaufen, wenn es den Feinden nicht so meisterhaft gelungen wäre, auch auf diesem Sektor das Volk zu belügen und hinter das Licht zu führen. Selbst der noch zu einem großen Teil mit Deutschen besetzte Behördenapparat hätte sich niemals so für die herrschenden Besatzer, somit gegen das eigene Volk, einspannen lassen, wenn er sich darüber im Klaren gewesen wäre, dass er sich für die heutige Kollaboration mit dem Feind vielleicht schon bald zu verantworten hat. Also, um das kurz auseinanderzunehmen, Sie sprechen hier von einem besetzten Deutschland. Das ist so nicht wahr, weil Deutschland ist im Grunde noch rechtlich gesehen das Kaiserreich. Und
Daher, und das Kaiserreich ist aber nicht besetzt, ja, das ist nur handlungsunfähig durch den Putsch von 1918. Was hier besetzt ist, ist im Grunde die illegale Verwaltung, die sich danach ja, selbst als sogenannten, in Anführungsstrichen, Herrscher ja, versucht hat zu legitimieren. Das würde ich als besetzt bezeichnen, aber das wirkliche Deutschland ist in dem Sinne nicht besetzt. Ja, also das Deutschland bestehend aus dem Königreich Bayern, Königreich Sachsen und so weiter und so fort. Ja, unseren Lesern sei an dieser Stelle nochmals gedankt für die vielen Einsendungen und Zeitungsmeldungen, teils aus allen Teilen der Welt, oft schon bemerkenswerterweise mit beigefügten Übersetzungen. Ebenfalls für die vielen Briefe und Anregungen. Gleichzeitig möchten wir um Verständnis bitten, wenn wir aus Gründen der Arbeitsüberlastung nicht immer antworten konnten. Ja, also hier wurde was zusammengetragen, auch durch verschiedene Leute, die das ja, eingereicht haben. Ja, der Typ mit A und A hat 1945 da irgendwie was geschrieben. Schauen wir mal, was er geschrieben hat. Sie haben leicht reden. Seit 1943 versuche ich ununterbrochen Frieden zu schließen, aber die Alliierten wollen es nicht. Sie fordern von Anfang an bedingungslose Kapitulation. Mein persönliches Schicksal spielt natürlich keine Rolle, aber dass ich bedingungslose Kapitulation für dieses deutsche Volk nicht annehmen konnte, wird jedem vernünftigen Menschen einleuchten. Auch jetzt schweben noch Verhandlungen, an deren Erfolg ich aber nicht mehr glaube. Darum müssen wir diese Krise auf jeden Fall überstehen, damit entscheidende Waffen uns noch den Sieg bringen können. Ja, wie gesagt, bei diesen, alles, was in dieser Zeit passiert ist, 1930 bis 1945, das ist alles so vage und meiner Meinung nach war dieser Typ sowieso, war er mit den Alliierten in einem Boot, ja, oder mit den Internationalisten, weil ich glaube, ein Jahr vor Kriegsausbruch war er noch auf der Titelseite der New York Times oder ja, wie gesagt, da ist einiges im Argen, da möchte ich nicht weiter was dazu sagen. Hier geht es nur um die U-Boote und die Dinge, die in dem Buch zu finden sind. Ja, hier steht jetzt noch im weitaus größten Teil der U-Boot-Literatur des Zweiten Weltkriegs wird der Eindruck vermittelt, es gäbe keine entkommenen U-Boote, über deren Verbleib man auf alliierter Seite also sogenannt offiziell nicht wüsste, auch nichts wüsste. Ja, also im Grunde, die Alliierten haben gesagt, wir wissen, wo die ganzen U-Boote sind, ist in dem Fall aber ja, nicht ganz wahr. Über die Texte hier springen wir mal ein bisschen drüber. Wir haben auf jeden Fall hier wieder die Aufstellung der U-Boote. Das haben wir im ersten Buch uns schon mal angeguckt. Und das waren so alles U-Boote, wo der Verbleib zurzeit nicht geklärt ist. Und die meisten wurden auch nicht gefunden, diese U-Boote. Ja. Muss man sich sowieso fragen, wo sie hin sind. Ich meine, einige werden wahrscheinlich versenkt worden sein und sind nirgendwo aufgetaucht, obwohl das eigentlich auch ja, niedergeschrieben wird, Abschüsse, weil es sind ja Erfolge. Erfolge werden meistens niedergeschrieben, Erfolge gegen den Feind. Ja, es gab auch Kleinst-U-Boote, wo viele verschwunden sind. Da ist natürlich nicht viel zu laden. Wir gehen mal hier weiter. Dann haben wir hier Panik in der Südsee. Fall ja, Joita überraschend geklärt. Piraten-U-Boot am Werk. Menschen verschwinden, Fragezeichen im Leben des Kapitäns Miller. Eine Spur. Der letzte Funkspruch der Arakarimoa. Die Rätsel häufen sich. Fantasiegebilde oder erregende Wirklichkeit. Unheimliche Beobachtung eines alten Marineoffiziers. Ja, lest mal hier rein. Hier ist die deutsche Übersetzung. Alarmierende Nachrichten dringen aus der fernen Südsee zu uns. Das vielbesungene Tropenparadies steht zurzeit unter dem Alpdruck panischen Schreckens. Unheimliche Vorfälle im Umkreis der Fidschi-Inseln erregen die Öffentlichkeit. Eingeborene und Weiße zittern. Fieberhaft ist die Polizei am Werke und alle Küstenstationen und Flugstützpunkte sind in Alarmzustand versetzt. Was ist geschehen? Eine sehr unheimliche Vorfälle macht von sich reden, bei denen ebenso rätselhafte wie gespenstisch anmutende Dinge geschehen. Unser Bericht führt den Leser in jene Gegend und lässt ihn die erregenden Ereignisse miterleben. Ich finde es schön geschrieben, muss man mal ehrlich sagen.
Auszug. Piratenbande hatte sich die See gefilde zwischen Inseln und Atolls der Fidschi-Gruppe zum Tummel- und Beuteplatz ausgesucht. Kapitän Willems hatte richtig gesehen. Der letzte Funkspruch der verschollenen Arakarimoa, jetzt habe ich es richtig gelesen, erhärtete seine Beobachtung. Ein U-Boot unbekannter Nationalität war der Freibeuter. Aber nicht nur das. Von den weiter südlich gelegenen Tonga-Inseln wurde der Funkspruch eines Küstenschiffs aufgefangen, der eine in diesem neuen Lichte hochinteressante und alarmierende Nachricht enthielt. In der Lagune eines den Tonga-Inseln vorgelagerten Atolls sichteten wir ein vielleicht 1000 Tonnen großes Kriegsschiff, das an eine Korvette aus dem letzten Krieg erinnert. Das Schiff führte weder Namen noch Positionslichter oder sonstige Kennzeichen und beantwortete weder unsere Flaggensignale noch unsere drahtlosen Anrufe. Ich mache jetzt mal ein bisschen, gehe jetzt mal ein bisschen näher ran, da kann ja jeder mitlesen. Ja, 11 Jahre nach Kriegsende, ein deutsches oder japanisches Unterseeboot glaubte Kapitän Williams ausgemacht zu haben. Das würde bedeuten, 11 Jahre nach Kriegsende müssten noch Schiffseinheiten mitsamt ihrer Besatzung unterwegs sein, die sich auf eigene Faust der Kapitulation entzogen hätten. Das klingt überraschend, ja, fast unwahrscheinlich, wird aber dennoch von den neuseeländischen und britischen Behörden nun nach dem Verschwinden dreier Schiffe und nach wiederholter Sichtung geheimnisvoller Kriegsfahrzeuge für durchaus möglich gehalten. Es ist bekannt, dass eine ganze Anzahl von U-Booten bei Kriegsende überfällig war, die später auf die Liste der Vermissten gesetzt werden musste. Andererseits jedoch scheidet bei solchen Erwägungen mit einiger Gewissheit die Annahme aus, dass es sich bei diesen Piraten um ehemalige deutsche Marineangehörige handelt. Denn es ist schwerlich denkbar, dass es einem deutschen U-Boot-Kommandanten gelungen sein soll, eine ganze Besatzung oder einen erheblichen Teil von ihr unter seinem Kommando zu behalten und mit ihnen in einer solchen Ferne von der Heimat ein recht und gesetzloses Leben zu führen. Also es ist wirklich unwahrscheinlich, dass eine Besatzung 11 Jahre danach immer noch da ist, aber ja, sie halten es für möglich. Ja, ja The Star, Johannesburg. Durban, the mystery submarine sliding off the National North Coast deepened today with the disclosure by Mr. Barry Hawke of Ballytowil that the conning tower he saw closely resembled that of the German U-Boats, U-Boats yeah, of World War II. Ja, also auch hier noch ein kleiner Auszug aus dem Original. Ja, wie gesagt, fliegende Scheiben mit dem berühmten Kreuz. Und Video, die sogenannten fliegenden Scheiben sind keine außerirdischen Raumschiffe, sondern Werke von lazistischen Wissenschaftlern, die sich nicht damit abfanden, den zweiten WK verloren zu haben und sich auf eine kommende Eroberung vorbereiten. Also was hier so geschrieben ist, ne, das hier sagte der Ingenieur Fred Andracht, ein in Uruguay lebender Österreicher. Seit 2 Jahren lebt er in Uruguay und ist Besitzer eines chemischen Labors. Er war Hochschullehrer in der Schweiz und arbeitete in Argentinien. In Erklärung gegenüber der Morgenzeitung El Diario drückte er seine Auffassung zu dieser Frage aus. Es ist nicht nur eine Theorie, sondern eine Wahrheit, meint er. Im Moment verfüge ich noch nicht über die überzeugenden Beweise, welche die Wissenschaft verlangt, damit niemand meinen Standpunkt in Zweifel zieht. Aber ich habe das Problem auf höhere Ebene aufgeworfen, denn es ist offensichtlich, dass die Situation vorbeugende Maßnahmen erfordert und nicht Nachlässigkeit. Dahinter steckt nicht nur eine Menge Geld, sondern auch Interessengruppen, die sehr viel Macht haben und daran interessiert sind, dass es nicht bekannt wird. Auch muss ich auf meine Sicherheit bedacht sein, weil die Verantwortlichen versuchen werden, um jeden Preis zu verhindern, dass dies bekannt wird. Ich erinnere daran, dass Deutschland vor dem Zweiten in Spanien die neuesten Waffen erprobte und Adi dieses Land in ein Versuchsfeld verwandelte. Ja, also meiner Meinung nach könnte es durchaus sein, dass die an dem Punkt, weil ich denke, der Typ, der 1933 da Macht erlangt hat, dass er Teil der Internationalisten ist. Und daher gehe ich davon aus, dass das alles eins ist. Ja, musste verheimlicht werden, um erforscht zu werden und so weiter und so fort.
Ja, gehen wir weiter. Zum Schluss sagt der Antrag, dass er in Kürze an einer Konferenz mit einer mit an der UFO-Frage interessierten Uruguayern teilnehmen wird und versichert, sein Ziel sei es, zu erreichen, dass Uruguay das erste Land sei, das seine Stimme erhebt, im passenden Rahmen gegen diese Aggression, wenn er erstmal über die Beweise verfügt. Ja, also schon ziemlich interessant, was da so los war. Ja, unbekannte U-Boote in allen Weltmeeren. Nach nun. Nun auch unbekannte Schwimmobjekte. Die Bewegung unbekannter Objekte haben nun auch auf die Tiefen des Meeres übergriffen und zeigen dort dieselben souveränen Operationsfähigkeiten wie bisher. Die Objekte in der Luft. Ja, also die U-Boote haben sich anscheinend genauso bewegt wie die Objekte in der Luft. In den letzten Wochen wurden beiderseits des amerikanischen Kontinents solche UFOs unter Wasser mehrfach geortet und von Einheiten der US Navy mit Erbitterung verfolgt. Geschwindigkeit und Wendigkeit dieser Objekte übertreffen wieder alles, was unsere akademische Technik leisten könnte. Also muss man diese Objekte denselben Unbekannten zuschreiben, die auch den Luftraum beherrschen. Ja, das war am 15.02.1955. Ja, irgendwann und irgendwo auf geheimen U-Boot-Stützpunkten außerhalb des deutschen Mutterlands müssen sie von der deutschen Kriegsmarine abgezweigten und auch während der letzten großen Absetzung im April verschwundenen U-Boote mit neuen revolutionären Technik ausgestattet und auch auf elektromagnetischen Antrieb umgestellt worden sein. Diese dürften damit über die gleichen Möglichkeiten und Techniken verfügen wie die deutschen Flugscheiben. Also ich finde es auf jeden Fall witzig in diesem Buch, wie mit Sicherheit von den ganzen Sachen geredet wird. Ist auf jeden Fall ziemlich interessant, ja. Im Gegensatz zu den herkömmlichen U-Booten der Alliierten erreichen sie schon sehr bald fantastische Geschwindigkeiten. In einem längeren Bericht der UN, U-N, Nummer 246, August 77, werden 60 bis 70 Meilen pro Stunde genannt. In einem anderen Fall werden über 150 Knoten angegeben. Der Kanadier Sean Brackham schreibt in seinem Buch UFOs im Bermuda-Dreieck einen von den US-Amerikanern verfolgtes U-Boot mit einer Geschwindigkeit von 280 km/h. Das muss ich überlegen, fast 300 km/h, wenn so ein U-Boot an dir vorbeizischt. Wahnsinn. Seine Geschwindigkeit betrug mehr als 280 km/h und dies zu einer Zeit, 1963, als die Rekordgeschwindigkeit eines Unterseebootes 80 Kilometer war. Ja, der Herr Schneider gibt einen Vorfall aus dem Jahre 1964 wieder, mit einer Geschwindigkeit von mehr als 200 Knoten. Also hier ist einiges gesichtet worden. Das ist hier auch beschrieben in den nachfolgenden Texten. Da gehe ich mal ein bisschen schneller durch. Ja. Atom-U-Boot Nummer 1 im Jahr 1969 ist ein offensichtlicher Fehler. Atom-U-Boote gab es schon vor 1969. Vielleicht ist ein Spezialtief Tauchboot gemeint, um den Feind unter Wasser aufzuspüren, wie hier die US-Kriegsmarine vorgibt. Den Meeresboden zu erkunden, so ist das die übliche und allseits benutzte Art der Ablenkung, wenn die Alliierten ihre aufwendigen, meist auch immer militärisch ausgerüsteten Expeditionen beispielsweise zum Nord- oder Südpol entsenden. So geben sie vor, lediglich auf der Suche nach Kohle oder Erzlagerstätten zu sein oder die Laichplätze des Krills zu erforschen. Wenn sie in das Weltall vorstoßen, geben sie weder andere harmlose Forschungsgründe an. In wieder anderen Fällen sind es konventionelle Ausreden. Und wenn sie als Expedition getarnte Militäraktionen ins Bermuda-Dreieck starten, auf die wir noch zu sprechen kommen. Ja, auf die kommen wir noch zu sprechen. Generalanzeiger Bonn 1964. Gehen die Untertassen jetzt baden? Italienischer Kellner entdeckte rätselhafte Unterwasserobjekte. Nicastro, Italien. Es war diesmal keine fliegende Untertasse. Wirkte aber genauso unirdisch bläulich leuchtende, delfinähnliche, elektrisch geladene metallische Körper mit drei Antennen, die im Wasser umherschwärmen. So jedenfalls beschrieb sie der Kellner Pascale Criolese Esposito, wunderschöner Name, der in einem Restaurant am Meer nahe Nicastro in Kalabrien arbeitet. Er schwört sie gesehen zu haben. Er, zwei andere Kellner und vier Gäste des Restaurants erblickten das bläuliche Licht im Meer, berichtete Esposito. Sie hätten daraufhin ein U-Boot
oder ein Boot bestiegen und seien den geheimnisvollen Körper nachgefahren. Als sie sich ihnen näherten, seien alle bis auf einen getaucht. Das U-Boot habe sich dem Metallkörper genähert und einen anderen Kellner oder ein anderer Kellner habe mit einem Ruder eine der 3 Meter langen Antennen berührt. Er habe einen elektrischen Schlag erhalten und das Ding sei verschwunden. Als sich das U-Boot auf den Rückweg ans Ufer machte, als sich das Boot, Entschuldigung, auf den Rückweg ans Ufer machte, seien alle Delfine aufgetaucht und hätten sich unter Zurücklassung eines leuchtenden Schweifs mit großer Geschwindigkeit entfernt. Ein Techniker meint, es habe sich vielleicht um Fernlenkwaffen einer ausländischen Macht gehandelt. Ähnliche Erscheinungen seien vor einiger Zeit auch in der Straße von Messina beobachtet worden. Also der Kellner, der hat wahrscheinlich, oder die Kellner haben ganz schön Schreck gekriegt, ja. Ja, in vielen Teilen der Welt wurden zylinderförmige Objekte beobachtet. Rätsel um geheimnisvolle Flugkörper. Forscher in der Arktis und auf den Azoren gaben ähnliche Beschreibungen. Das ist jetzt ein Bericht aus Washington. Unbekannte Flugkörper, die in letzter Zeit häufig registriert worden sind, bereiteten Wissenschaftler großes Kopfzerbrechen. Die amerikanische Forschungsbehörde der Luftphänomene in Washington teilte mit, dass mindestens 20 solcher Objekte in allen Teilen der Welt beobachtet wurden. Also es gab anscheinend eine Zeit lang, da haben sie nicht zurückgehalten und das war jetzt 1965, also in den 50ern, 60ern und teilweise auch 70er Jahren sind einige Berichte da rausgekommen. Das war jetzt in den Nürnberger Nachrichten. Jetzt gucken wir uns hier nochmal ein bisschen was an. Ich halte nichts von der außerirdischen These, sondern meine, dass die UFOs aus dem Inneren der Erde und von Hochgebirgen wie dem Hochland von Tibet und den Anden kommen, ferner aus unterseeischen Basen vor der Westküste und der Ostküste der USA. Insbesondere steht bei mir der militärische Charakter der UFOs weit im Vordergrund. Ja, das ist von Würner, UFO-Studio Mayen, Leserbrief aus Bunte Illustrierte von 1982. Ja, Riesenzigarre auf dem Meeresgrund. In einer Tiefe von etwa 150 Metern erschienen auf dem Radarschirm zweier australischer Kriegsschiffe, die eine spezielle Ausrüstung zum Auffinden von Unterseebooten hatten, ein etwa 90 Meter langes, zigarrenförmiges Objekt. Zunächst glaubte man, dass es sich um ein U-Boot handelte. Aber diese Vermutung konnte nicht aufrechterhalten werden. Infolge der großen Wassertiefe konnten aber keine genaueren Untersuchungen vorgenommen werden. Ein deutscher Auswanderer, der in Sydney eine Taucherfirma begründet hat, hat sich nun freiwillig gemeldet, um das seltsame Objekt näher zu untersuchen. Sein Angebot blieb jedoch bisher vom Verteidigungsministerium Australien noch ohne Antwort. Ja, Schwalmboote. Ja, Nachrichten 61. Interessant. Die strategische Bedeutung des Bermuda-Dreiecks. Jetzt gehen Sie ein bisschen hier auf das Bermuda-Dreieck ein. Ja, die Zerstörung von Deutschland war im vollen Gange. Um Verluste auszugleichen, wurden 7 amerikanische Bomber nach Italien beordert, um von dort gegen Ziele eingesetzt zu werden. Nach kurzen Zwischentanken auf den Bermudas waren nun die 7 Maschinen wieder über dem Atlantik, etwa 480 Kilometer östlich, als plötzlich elektromagnetische Störungen an Zündung, Funk und anderen elektrischen Bordsystemen auftraten. Ein Vorfall, der, wie wir heute wissen, sehr häufig im Zusammenhang mit den UFOs erscheint. Von den 7 Bombern konnten sich mit Mühe und Not nur 2 zurück auf die Bermudas retten. Von den anderen Maschinen fehlt seither jede Spur. Ja, also hier kommt dieses Bermuda-Dreieck zum Tragen. Also so ist die Legende entstanden über das Bermuda-Dreieck. Ob es so stimmt oder nicht, lässt sich nie beurteilen. Aber ja, das ist vor der Ostküste Amerikas. Hier ist das Bermuda-Dreieck eingezeichnet. Das ist der Bereich, wo die Schiffe verschwinden. Womit es zusammenhängt, keine Ahnung. Ja, Bild der Wissenschaft. Das größte Radio-Raster-Teleskop der Welt ist die Arecibo-Anlage im Hinterland der Insel Puerto Rico. Es hat einen Durchmesser von 305 Meter. Der Reflektor aus Maschinendraht ist in ein natürliches Tal eingelassen. Die aufgefangenen Radiowellen werden in einer hoch im Brennpunkt angebrachten Antenne gebündelt. Von dort werden die Signale in den Kontrollraum geleitet, wo sie analysiert werden. Es geht auch umgekehrt. Nutzt man die Anlage als Sender, kann die Antenne ein Signal in den Reflektor strahlen, von dem aus dann ins All gelenkt wird.
Also, sofern man denn ins All kommt. Ja, gehen wir weiter. Das Bermuda-Dreieck, seltener Teufelsdreieck genannt, ist ein Teil der Sargasso-See und liegt unmittelbar vor der Ostküste der USA. Gerade die USA sind bis heute neben der Sowjetunion einer der größten Kriegsgegner des fortbestehenden, wie auch immer. Also ich weiß nicht, wer das Buch geschrieben hat, aber ja, die Eckpunkte des Dreiecks werden. Ja, also ich meine, der Satz ist aber gar nicht so verkehrt, wenn ich genau drüber nachdenke. Gerade die USA sind bis heute neben der Sowjetunion einer der größten Kriegsgegner des fortbestehenden Deutschen Reiches. Und Deutsches Reich, es wird hier wieder zusammengemixt. Der Autor, Deutsches Reich ist ein Völkerrechtssubjekt, und zwar ist damit niemals das Dritte gemeint, sondern immer das Kaiserreich. Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, den sich jeder merken sollte, denn ja, das Dritte Reich und der Vorgänger davon, die Weimarer Republik, waren niemals Völkerrechtssubjekte, sondern nur das Kaiserreich. Kann man auch gerne nachlesen. Da gibt es gibt's einiges auch auf BRD-Ebene, was in Gerichten dazu verfasst wurde. Aber gehen wir weiter. Das deutsche Volk, wie sehr wesentlich ist. Die Eckpunkte des Dreiecks werden von den einen mit Florida, Bermuda, Puerto Rico angegeben, von anderen Florida, Bermuda, Kuba oder auch Golf von Mexiko. Ja, also bleiben wir aber bei dem vorgegebenen Dreieck. Warum werden in diesem Meeresgebiet mehr U-Boote unbekannter Nationalität, mehr Usos und mehr UFOs gesichtet? Wahrscheinlich unidentifizierte Seeobjekte und unidentifizierte Flugobjekte gesichtet als in anderen Seegebieten. Warum verschwinden hier mehr Flugzeuge und Schiffe als an anderswo? Weil wir es hier mit einem hochbrisanten militärisch-strategischen und nachrichtentechnisch wichtigen Gebiet zu tun haben, was allerdings von der Verschweigegruppe bewusst unterdrückt und von Nicht-Eingeweihten oder unwissenden Autoren einfach nur verkannt wird. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn das so existiert, wie es hier steht, dann ja, ist das von den Internationalisten gesteuert. Und es ist auch völlig egal, weil ich denke, das ganze Dritte Reich gehörte mit zu diesem System. Ja, das Todesdreieck auf der Landkarte. 1000 Menschen in 20 Jahren verschollen. Das ist schon ziemlich viel. 1020 klingt viel. Vielleicht ist es am Ende gar nicht so viel. Flugzeuge erforschen atmosphärische Störungen, ein unheimlicher Fleck. Ja, Projekt Magnet der US-Marine soll ein Rätsel lösen, welches seit 100 Jahren die Schifffahrt und seit 20 Jahren die Luftfahrt bewegt. Die atmosphärischen und magnetischen Verhältnisse im sogenannten Bermuda-Dreieck oder Todesdreieck seine Basis bildet die 1700 Kilometer lange Luftlinie zwischen Puerto Rico und einem Punkt zwischen West Palm Beach und Orlando an der Ostküste Floridas. Zieht man von ihm und von Puerto Rico auf der Karte Linien zu den Bermuda-Inseln, so hält man eine 1500 Kilometer lange westliche und 1550 Kilometer lange östliche Seitenlinie. Lesen ist so schwer manchmal. In diesem Dreieck verschwinden seit 100 Jahren Schiffe und neuerdings auch Flugzeuge ohne Spuren zu hinterlassen. Südkurier Konstanz, auch 1964. Ja, keine Leiche gefunden. Das Schiffsregister meldet aus jenem Raum noch mehr Schiffsverluste, als dort Flugzeuge verschollen sind. Als man die älteren Bände aufschlug, zeigte es sich, dass seit 100 Jahren dort dauernd Fahrzeuge verschwunden sind, deren Untergang keine Erklärung fand. Ja, wir haben hier also einen Bericht von 1964 und seit 100 Jahren verschwinden dort schon Sachen. Also, wo. Warum sind das deutsche Flugscheiben? Na, hier haut es nie ganz hin. Ja, aber gut. Ab 1945 forderte das Bermuda-Dreieck rund 1000 Menschenleben. Nicht eine Leiche wurde ausgefischt. Das rief eine gemeinsame Aktion der amerikanischen und kanadischen Kriegsmarine ins Leben, das Projekt Magnet oder Project Magnet. Eine Anzahl Superkonstellationen mit empfindlichen Messgeräten beobachteten die atmosphärischen und magnetischen Verhältnisse dieser Region. Bereits 1950 hatte ein kanadischer Regierungsexperte bei Versuchsflügen im Dreieck
Schichten von verminderter atmosphärischer Bindung festgestellt, welche die Abweichungen Kompass, Funk und elektronische Geräte beeinflusst. Die letzten kanadisch-amerikanischen Messungen ergaben etwas Einmaliges, nämlich besonders magnetische Kräfte, die nicht von der Erde, sondern von oben kommen, wie es hieß. Anscheinend lösen sie plötzlich Katastrophen bei Flugzeugen und Schiffen aus, die sich hinterher nicht mehr nachweisen lassen. Eine einzige Andeutung über ihre Art besitzen wir im letzten Funkspruch eines der fünf Torpedobomber, die zusammen am 5. Dezember 1945 abstürzten. Der Flugschwadronsführer sagte mit halb erstickter Stimme: „Wir scheinen verloren zu sein. Alles geht falsch, seltsam. Auch der Ozean sieht nicht so aus, wie er aussehen sollte." Damit war die Verbindung für immer unterbrochen. Also, ja, jeder kennt die Legende vom Bermuda-Dreieck. Jetzt haben wir hier noch ein paar Berichte dazu. Lloyd's meldet 20 Schiffe spurlos verschwunden. Spukt es im Bermuda-Dreieck wirklich? Wieder sind zwei indische Frachter mit 44 Seeleuten an Bord spurlos verschwunden. Jedes Jahr verschwinden 5 Schiffe spurlos. Bremen. 5 Handelsschiffe verschwinden durchschnittlich in jedem Jahr, ohne eine Spur zu hinterlassen. Obwohl die Rettungseinrichtungen verbessert wurden, gingen von 1975 bis 1984 nach Angaben des Bremer Instituts für Seeverkehr 25 Handelsschiffe verloren, ohne dass ein Zeuge aufzutreiben war. Insgesamt mussten in dem Zeitraum weltweit 3.777 Handelsschiffe mit einer Tonnage von 15,6 Millionen BRT als Totalverluste abgeschrieben werden. Besonders verlustreich waren die Jahre 79 mit 456 und 84 mit 327 Schiffen. Und das sind nur die Handelsschiffe ohne Kriegsschiffe und Flugzeuge. Und ferner werden die Angaben zur Verharmlosung nach unten frisiert, sagt der Autor. Das sind immer so Angaben, woher weiß der das und wo kann man das nachvollziehen? Aber gut, Super Fortress C-54. Am 3. Juli 1947 verschwand eine C-54 der amerikanischen Armee mit 6 Mann Besatzung auf einem Routineflug von den Bermuda-Inseln zum Militärflughafen Morrison bei Palm Beach. Die letzte bekannte Position des Flugzeuges war etwa 100 Meilen von den Bermudas entfernt. Eine sofort eingeleitete Suchaktion von Armee, Marine und Küstenwache auf See und in der Luft erstreckte sich über 100.000 Quadratmeilen Meeresoberfläche. Es wurden weder Ölflecken noch Wrackteile gesichtet. Nach der ergebnislosen Suche stellten Beamte der amerikanischen Luftwaffe die der Ablenkung dienende Vermutung auf, eine gewaltige Strömung aufsteigender Luft in der Nähe einer Gewitterwolke könne den Bomber möglicherweise zerstört haben. Dann sollte man der US-Luftwaffe allen Ernstes raten, ihre Flüge nur noch bei wolkenlosen Himmeln durchzuführen. Ein weiteres kompliziertes Rätsel war der Verlust von 3 Maschinen der britischen South American Airlines Tiger und Star Ariel, alle vom Typ Tudor 4. Ja, also man beschreibt hier noch ein paar Sachen über die einzelnen britischen verschwundenen Schiffe. Der Autor empfiehlt auf jeden Fall nicht mehr bei Gewitter zu fliegen. Ja, jetzt ist hier noch ziemlich viel ja, Text, jetzt nochmal hier ein Auszug, ne? Die USS Richard E. Byrd, ein DDG-Schiffstyp für ferngesteuerte Raketen, verlor im März 1971 den Funkkontakt bei einer Fahrt im Bermuda-Dreieck. Ne? Also hier wird dann aufgezählt, ja, wie die verschiedenen Schiffe Zerstörung hatten. Ne? 1972 bekam der US-Zerstörer Vogelsang ähnliche Störung. Ja, wird hier das Bermuda-Dreieck weiter erklärt. Mysteriöses Verschwinden einer Kutterbesatzung. Ja, Fischkutter sollen U-Boote fangen. Stockholm, die schwedische Marine will bei der Jagd nach fremden U-Booten an der Westküste des Landes künftig auch Fischkutter einsetzen, und Eindringlinge unter Wasser möglicherweise von Fischern mit deren Netzen fangen lassen. Dies kündigte der stellvertretende Kommandeur des Marinekommandos West, Lars Norsell, gestern an. Also Rohrnachrichten 1987. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, mit Fischernetzen U-Boote zu fangen. Kann ja mal jemand in die Kommentare schreiben, wie das funktionieren soll. Aber gut, ja. Ja, Wetter als Waffe. Die künstliche Wetterveränderung ist eine uralte, aus den Schriften des Altertums
nachzuweisende Tatsache. Druiden, Medizinmänner und Schamanen sind noch bis in jüngste Zeit hinein dafür bekannt, dass sie in begrenztem Umfang das Wetter manipulieren und Regen machen konnten. Ja, also Wetterzauber haben wir alles schon mal gehört. Ob das nun stimmt, das lässt sich für mich aus meinem kleinen Zimmerchen nicht nachweisen. Ich habe nur zwei Augen und einen Internetzugang und bin irgend so ein Typ im Internet, der irgendwelches Zeug von sich gibt. Einzige Göttergeschlechter werden das Wetter vor Jahrtausenden schon auf sehr perfekte Weise beeinflusst haben, wie sie gleichwohl das Flugwesen mit Raketenantrieb gemäß alter indisch-arischer Überlieferung beherrschten. Nur das Wissen um diese Techniken ging in einen wie in anderen Fall verloren und wurde erst in neuerer Zeit auf diesem Planeten wiederentdeckt. Also hier haben wir auch eine Referenz, dass Hochkulturen bestanden haben. Ich hatte es ja mal in einem anderen Video erklärt, dass durch die Bodenepochen, also ein natürlicher Vorgang, Fluten etc. entstehen und dadurch auch alte Zivilisationen zerstört werden können. Was natürlich nie bedeutet, dass sich eine Zivilisation selbst kaputt machen kann. Ja, aus den drei Bänden der deutschen Mythologie von Jakob Grimm, einer der Gebrüder Grimm aus dem Jahr 1835, entnehmen wir folgende Hinweise. Wenn man ursprünglich Göttern, Halbgöttern und Riesen beilegte, die Hervorbringung von Wind, Sturm und Hagel wurde späterhin menschlichen Zauberern, hier die großen Kleinschreibungsübersetzer, zugeschrieben. Davon befindet sich kaum eine Spur in unserer Mythologie, was in der griechischen so oft vorkommt, dass die Götter, um unbemerkt zu bleiben, einen Nebel über sich und ihre Schützlinge, die des Feindes Auge entzogen werden sollen, ausgießen. Man müsste dann wieder anschlagen, dass jene Walküren, die gleich den serbischen vielen geliebte Helden im Kampfe hegen und schirmen, Wolken und Hagel in der Luft hervorbringen konnten, oder die Tarnkappen und Helithelme hinzuhalten, deren Wirkung dem Nebel gleichkommt. Ja, also die nordischen Sagen nennen zauberisch hervorgebrachtes Wetter Görningaweder. Tut mir leid an alle, die aus dem Norden kommen, wie ich das ausgesprochen habe, müsst damit leben, tut mir leid. In Nebel und Wolken erscheinen die Götter. Ja, also das steht in dem Buch. Das muss ich mir auf jeden Fall mal merken. Das Buch von 1835 aus den drei Bänden der deutschen Mythologie von Jakob Grimm, einer der Gebrüder Grimm. Das würde mich sehr interessieren, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Egal, wir lehnen die jüdisch-christliche Lehre ab, die uns in den vergangenen Jahrhunderten die irrige Vorstellung aufgezwungen hat, dass die einen, also die nordischen germanischen Völker, hätten sich im Laufe der Jahrtausende von einem tierähnlichen zum heutigen Zustand höher entwickelt. Die alten Überlieferungen jedenfalls beweisen uns das Gegenteil. Also hier schreibt er auch, dass die Evolution nicht so stattgefunden hat. Und ja, dem gehe ich natürlich mit. Evolution ist eine Theorie. Alles, was Theorie ist, ist nicht bewiesen. Ja, jetzt haben wir hier ein paar Bilder, und zwar fünf Bilder aus dem Schweizer Journal Franz Weber von 1988. Da haben wir hier bestimmte Wolkenformationen. Wir hatten ja vorher gelesen, die Götter haben sich in Wolken gehüllt, in Nebel. Und die Wolkenformationen, die sehen schon ziemlich seltsam aus. Ich gehe mal ein bisschen langsamer durch, damit man das besser sehen kann. Zurück kann man das Video auch gerne anhalten, wenn man es genauer sehen möchte. Ja, unten die Originalaufnahme einer Altocumulus lenticularis Wolke, die am 12.09.65 gegen 13 Uhr von einem Schulmädchen bei einem Ausflug in der CSR mit einer Schnappschusskamera fotografiert wurde. Also sieht auch sehr interessant aus. Jetzt kann man überlegen, zurzeit ist der Himmel immer schön wolkenbehangen. Wer weiß, was dahinter abgeht. Ich gucke manchmal so drin und denke mir so, was geht da eigentlich vor? Aber da bin ich auch ein bisschen seltsam, was das angeht. Ja, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ja, Wolken oder fliegende Untertassen über Marseille. Stand so in der Frankfurter Allgemein. Naja, also es sind schon seltsame Wolken. Genauso wenig
Wie aber alle unidentifizierten Himmelsobjekte, Wetterballone oder Meteoriten sind, ist jede seltsame Wolke einfach eine Wettererscheinung. Bei unserem Bild sieht man deutlich ein Raumschiff die Wolke verlassen. Dunkel ovale Fläche unterhalb der Wolke. Also das wäre das Bild hier. Ja, ob das nun stimmt, man kann hier einiges reininterpretieren. Die Bildqualität ist jetzt auch nicht so super. Aber die Art der Wolken, wie die Wolken aussieht, ist schon ziemlich interessant. Also habe ich so jetzt noch nicht gesehen. Aber vielleicht habe ich es auch gesehen, kann mich nicht daran erinnern. Ist auch durchaus möglich. Ja, dann haben wir hier die Welt am Sonntag vom 8. August 1976. Und das finde ich immer sehr interessant, da ja lange gesagt wurde, das Wetter ist nicht kontrollierbar. Und dann haben wir hier ein Bild. Wollen wir England mal wieder ein bisschen Nebel spendieren? Ja, fand ich ganz witzig. Ja, bis zu 4 Fackeln mit je 70 Gramm Silberjodid unter den Tragflächen der Cessna reichen aus, um eine Wolke als Regen herunterzuholen. Ruhrnachrichten, Dortmund, 8. Februar 1985. In dem Artikel Hagelgewitter wird durch Wolkenimpfen verhindert. Ja, also das Wolkenimpfen wurde lange gesagt, dass das Blödsinn ist. Jetzt haben wir hier die Wettermanipulation und es ist schon 1978, stand es schon in der Zeitung. Ja, diese alliierten Verschleierungspraktiken über die Verursacher des Weltkriegs, nämlich fälschlich die Sowjets, werden inzwischen auch schon von der nationalen Presse in der BRD übernommen. Deutsche Wochenzeitung 1984. Der Wetterkrieg im Weltraum verändert die Sowjetunion das Klima. In diesem Bericht wurden, wie könnte es auch anders sein, die Sowjets hinter dem Wetterkrieg vermutet, obwohl man gleichzeitig auch die schweren Orkane im Juni 1984 zugab, die im Wolga-Gebiet bis an die östlichen Forten Moskaus schwere Verwüstung angerichtet hatten. Als Erklärung für diese Unlogik wird dann schnell ein möglicher Fehlschlag der Sowjets vermutet, also eine Art sowjetisches Eigentor, eine Selbstverstümmelung. Sollten da nicht vielmehr die Flugscheiben im Spiel gewesen sein? Also wie gesagt, es sind einige Berichte hier drin in dem Buch, die sehr interessant sind. Ja? Zur Vernebelung der globalen strategischen und militärischen Zusammenhänge wird immer alles nach den fast gleichen Schablonen abgehandelt. Haben mehrere Beobachter eine rot glühend leuchtende und waagerecht fliegende Flugscheibe beobachtet, so wird daraus in der Presse ein sowjetisches Raketenteil, das beim Eintritt in die Atmosphäre verglüht. Denken wir nur an die spektakulären Vorgänge im September 1986, als morgens zwischen, ja, also als morgens 7:30 Uhr über halb Europa und den Meldungen nach in alle Himmelsrichtungen fliegende Objekte unterschiedlich zwischen 1 bis 15 Stück beobachtet wurden, die selbst Brüssel umrundeten. Über diesen Vorgang haben wir über 50 Presseberichte mit Meldungen aus der DDR, BRD, Holland, Belgien, Luxemburg und Frankreich. Was machte die Presse daraus? Verglühende Raketenteile der Sowjets beim Eintritt in die Erdatmosphäre, obwohl mehrfach von horizontaler Flugbahn berichtet wurde. Verlieren die Amis beispielsweise im Atlantik ein Atom-U-Boot und sofern das nicht als Panne oder Unfall deklariert werden kann, dürfen dafür nur die Sowjets verantwortlich gemacht werden, obwohl sie nach wie vor zwar insgeheim die Verbündeten derselben sind. Gerät ein amerikanischer Satellit aus der Bahn, so haben die Sowjets mit sogenannten Skalar- oder ELF-Wellen auf der Grundlage von Tesla gearbeitet. Also die Russen sind am allen schuld, wenn irgendwas schief geht. Ja. Ich gehe mal weiter. Fragen. Dachten Sie an das Bermuda-Dreieck? Ja, das war das Einzige, an was ich damals denken konnte. Ich dachte, mein Gott, ich bin die nächste Nummer in der Statistik. Hatten Sie jemals ein ähnliches Erlebnis? Nein, ich habe gehört, dass anderen Leuten so etwas passiert ist, dass ein Schleppkahn samt Mannschaft verschwand und das Schleppkabel abgerissen war. Ich hatte jedenfalls nur das eine Erlebnis und es reichte völlig. Also hier haben wir noch einen Bericht von einem Augenzeuge. Augenzeugen. Ja, wieder normal funktionieren, wenn diese Gebiete hinter sich gelassen werden. Wir erfuhren auch, dass diese zwei riesigen Wolken für unser Auge zwar nicht wahrnehmbar, die hinaufgesandten Laserstrahlen eben deshalb reflektieren, weil sie die Wolken nicht durchdringen konnten.
Konnte es dann nicht ebenfalls möglich sein, in Umkehrung dieses Vorgangs, dass die Spezialkameras des Satelliten diese Wolken genauso wenig von oben durchdringen können wie die Laser von unten, haben wir es hier mit riesigen künstlichen ausgezogenen Wolken zu tun, die die Aufgabe haben, bestimmte erdnahe Aktionen der UFOs und USOs gegenüber den Speeraugen der alliierten Militärsatelliten zu verschleiern. Besonders zu diesem Kapitel Wetter als Waffe fehlt uns zurzeit noch entsprechendes beweiskräftiges Material. Im Laufe der Zeit werden sich weitere Fakten hinzufügen lassen, wodurch ein Teil unserer Argumente entweder hinfällig wird oder weitere Bestätigung erfährt. Daher sollten Teile dieser Ausführungen vorerst lediglich als Denkanstoß bewertet werden. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, alles, was ich sage, sind Denkanstöße, entsprechen nicht meiner Meinung. Ja. Warum es in Moskau grün regnete. Sowjetische Wissenschaftler können jetzt ein Phänomen erklären. Am 5. Mai ganz Moskau erstaunte. Grüner Regen fiel damals auf die Sowjethauptstadt. Der Frühling war schuld. Nach dem langen, harten Winter waren Bäume und Pflanzen explosionsartig erblüht. Winde wirbelten massenhaft die Blütenpollen in die Luft und färbten die Regentropfen grün. Ja, ist anscheinend nur einmal in der Weltgeschichte vorgekommen. Ja, auch die norwegische Zeitung Agderposten berichtete über dieses Phänomen. Die Einwohner in der Umgebung Moskaus in der Sowjetunion glaubten am 5. Mai dieses Jahres ihren Augen nicht zu trauen. Der Himmel über ihnen wurde grün und als es anfing zu regnen, waren sogar die Tropfen grün. Jetzt haben sowjetische Wissenschaftler das Rätsel gelöst. 80% des Regens waren Pollen und kein Wasser. Der Grund dafür ist der ungewöhnlich späte Frühling in diesem Jahr. Ja, gut. Das neue Zeitalter 1979. Eine Wolke schluckte unseren Aufklärer. Eine unheimliche Begegnung. Lawrence Wagner, ehemals Radartechniker der US-Marine, berichtet von einer Versammlung von Piloten im Marineflughafen Leimore in Kalifornien über das aufregendste Erlebnis seiner Pilotenzeit. Wagner erklärte unter anderem: Anfang der 60er Jahre war ich in einer Marinestation bei San Diego in Kalifornien stationiert und flog eines Abends mit 9 Kameraden einen Aufklärungsflug. Wir hatten die empfindlichen Apparate an Bord, um eventuelle Objekte auf See oder in der Luft zu entdecken. Plötzlich sahen wir eine blaue Wolke. Der Radarschirm hatte allerdings festgestellt, dass dieses Objekt metallen war, dass es Radiosignale aussandte und Gewicht besaß. Wir flogen direkt auf das Ding zu, um es von oben betrachten zu können. Aber als wir näher kamen, begann es mit hoher Geschwindigkeit zu steigen, sodass es einen Zusammenstoß unvermeidlich schien. Eine oder 2 Sekunden später war das Innere unserer Maschine von einem grellen Licht erfüllt. Ich erinnere mich noch genau an die erschreckten, gespannten Gesichter meiner Kameraden. Zugegeben, ich hatte auch Angst, denn wir wussten ja nicht, was passieren würde. Eine Kollision drohte. Immer noch von außen angeleuchtet, jagten wir durch einen Nebel in die Dunkelheit, während das Objekt seinen steilen Aufwärtsflug fortsetzte und in größerer Höhe verschwand. Kurz danach wurde jeder von uns von UFO-Untersuchungsbeamten der Regierung ausgefragt, die von allen fast gleichlautende Erklärungen aufnahmen. Aber bis heute habe ich nichts mehr von dieser Sache gehört und habe auch niemals irgendwo einen Bericht in den zahlreichen Artikeln über solche Zwischenfälle gelesen. Ja, macht Sinn. Hinter den Kulissen ist einiges los. Ja, sollte auch hier Wetterkrieg im Spiel gewesen sein. Suezkanal wurde wegen Sandsturms geschlossen. Klirrende Kälte in Sibirien, minus 57 Grad. Moskau bleibt unter Nebelglocke empfangen. So schlimm wie seit 107 Jahren nicht mehr. Chaos am Flughafen. Ja, Wetterkontrolle. Auf der Suche nach den UFO-Basen. Wie sich doch die militärische Weltlage gewandelt hat, während es den USA, richtiger gesagt, der dort anonym herrschenden Hintergrundmacht Zion in 2 Weltkriegen gelang, den Hauptkriegsschauplatz in Europa zu zentrieren, um die wirtschaftliche Konkurrenz der europäischen Staaten auszuschalten oder jedenfalls stark zu schwächen, vor allem aber um das eigenständig gewordene und sich von den Diktionen der Hochfinanz gelöste Deutsche Reich durch Massenbombardierung dem Erdboden gleich zu machen, wurde nach 1945 allmählich und noch unbemerkt von der Weltöffentlichkeit eine neue veränderte Situation geschaffen. Der Raubstaat USA konnte zwar gemeinsam mit seinem Ziehkind UdSSR das deutsche Mutterland besetzen,
eine brutale Besatzungs- und Terrorherrschaft mit atomaren, bakteriologischen und chemischen Druck und Drohmitteln jahrzehntelang aufrechterhalten. Aber all diese Gewalten zum Trotz ist diesem Staat ausgerechnet von jedem unterjochten Volk im Herzen Europas ausgehend auf kaum vorstellbare Weise hautnah die größte Gefahr erwachsen, die dieser in seiner Geschichte je vor Augen hatte. Nicht nur, dass die deutschen Flugscheiben auf und über dem amerikanischen Festlandbereich der dort herrschenden Mafia seit nunmehr 4 Jahrzehnten beständige Unsicherheit beschert, ihr auf Nerven zermürbende Weise regelrecht im Nacken sitzt, sie nicht einmal weiß, wann, in welcher Stärke, von wo genau und mit welchen neuerlichen Absichten diese wiederkommen, sondern auch in dem riesigen Seegebiet vor ihrer eigenen Haustür fühlt sie sich wie auf einem Pulverfass. Eine der wenigen ihr verbliebenen Möglichkeiten bestand darin, den Fortbestand der Macht zu verschleiern, auf Außerirdische abzulenken und die Niederlagen zu verharmlosen. Wie gesagt, was da jetzt genau los ist und was sich da vorbereitet, ist mir schleierhaft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alles von 1918 bis heute also dieselben Marionettenspieler hat, egal ob in Europa oder auf amerikanischen Kontinenten. Ja. Dann haben wir amerikanisch-sowjetische Bermuda-Forschung. Das hatte ich kurz gelesen. Da haben sich die Amerikaner und die Sowjets zusammengeschlossen, um ja, das Bermuda-Dreieck zu untersuchen. Ja, amerikanische und sowjetische Forscherteams sind mit 6 Schiffen dahin. Ja, die bedeutendste Expedition aller Zeiten. Sowjets und Amerikaner ja, sind mit je 5 Spezialschiffen beteiligt. Also da ging einiges los. Und dann haben wir DNZ-Reporter berichten aus aller Welt. Unglaublich, aber wahr. Soeben ist im berüchtigten Bermuda-Dreieck wieder ein Schiff verschwunden. Diesmal handelt es sich um den sowjetischen Forschungsgiganten Akademik Kurtschatow. Knapp vor Redaktionsschluss telefonierten die DNZ-Reporter. Dieser Fall, der erste 1978, verursacht ungeheures Aufsehen in der Welt. Mit dem Schiff haben sich über 100 Personen gleichfalls in nichts aufgelöst. Ja, letzte Meldung. Sensationell sind die Berichte der DNZ-Reporter, die knapp vor Redaktionsschluss eintraten. 2 Wochen ist das ozeanografische Forschungsschiff der Sowjets Akademik Kurtschatow mit über 100 Mann Besatzung Wissenschaft im sagenumwobenen Bermuda-Dreieck spurlos verschwunden. Man könnte beinahe telefonierten die DNZ-Reporter von einer Rache des Bermuda-Dreiecks an den Sowjets sprechen. Ja, also hier ist noch einiges erzählt. Ja, besonders Forschungsschiffe scheinen dem Schicksal mysteriösen Verschwinden anheimzufallen. Anders als Phantasten, jetzt wird man wohl die Meinung in Waren revidieren müssen. Ja, die Akademik Kurtschatow war mit 22 Laboratorien, einer Startrampe für meteorologische Raketen und viel mehr ausgestattet. Ja, also ging auch verloren. Ja, jetzt haben wir hier ein Quellenverzeichnis. Da ist einiges drin. Das meiste ist nach 1918. Daher ist das für mich nicht hundertprozentig als Wahrheit zu deklarieren, weil ab 1918 wurde alles versucht, um die Geschichte, zumindest die deutsche Geschichte, umzuschreiben. Was jetzt hier stimmt, was nicht stimmt, bleibt ein Rätsel. Jetzt kommen wir zum Anhang. Haben wir noch ein paar Zeitungsartikel, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und ja, noch ein paar, ja, wie soll ich sagen, Darstellungen einiger deutsche Flugscheiben, unter anderem die Haunebu 1, 2 und 3. Ja, hier steht drin, das sollen angeblich Original ja, Dokumente aus dieser Zeit gewesen sein. Bin ich mir auch nicht sicher, ob das der Realität entspricht, aber nichtsdestotrotz interessant, sich die mal anzuschauen. Ja. Flugkreisel Erprobung, Stand, Anzahl Erprobungsflüge.
Ja, sie haben Bu 1 vorhanden 2 Stück, die 2 7 Stück, die 3 1 Stück, ja, die Vril 1 vorhanden 17 Stück. Ja, Anzahl Erprobungsflüge haben wir hier hinten, da ist einiges geflogen worden. Empfehlung: Beschleunigen von Abschluss, Erprobung und Produktion Hanebu 2 und Vril 1. Also hier wurde empfohlen, Hanebu 2 und Vril 1 zu produzieren, wahrscheinlich weil der Krieg da weiterging. Ob das nur so stimmt, ja. Anmerkung der Studiengesellschaft: 1987 erhielten wir diese und die nachfolgenden 4 Kopien von uns verkleinert von einer süddeutschen Industriefilmgesellschaft zugesandt. Mit dem einschränkenden Hinweis, die Herkunft dieser vielleicht mehrfach von Kopien gemachten Kopien sei nicht mehr zurückzuverfolgen. Daher können wir unseren Leserkreis diese nur zur Kenntnis bringen. Ob sie tatsächlich aus einer der geheimen deutschen Flugscheibenproduktionsstätten stammen, bleibt vorerst offen. Die zurzeit noch geltenden Besatzungsparagraphen verbieten zwar die Benutzung der offiziellen Hoheitszeichen des rechtlich noch vorbestehenden Deutschen Reiches, aber nur zu Propagandazwecken, weil diese eventuellen Dokumente nicht verstümmelt und damit entwertet werden sollen. Geben wir sie hier unzensiert wieder. Jetzt muss ich gucken, ob ich das vielleicht sogar ausblende, die Symbole, die damit zu sehen sind. Schauen wir mal. Ich versuche es eventuell rauszuschneiden. Ja, also auch die schreiben, es sind Kopien von Kopien. Damit ist nie wirklich rauszufinden, was hier eigentlich wirklich stimmt und wann es hergestellt wurde. Ja, Hanebu 1 sehen wir hier, so eine Scheibe. Es ist auf jeden Fall Fakt, dass an solchen Scheiben geforscht wurde. Da gibt es so einige Videos von diesen Flugscheiben, aber alles rudimentär. Ja, Durchmesser 26,3 Meter, Antrieb Thule, Tachyonator 7O, ja, gepanzert, Geschwindigkeit 6000 Kilometer pro Stunde. Ja, rechnerisch bis circa 21.000 Kilometer pro Stunde möglich. Reichweite in Flugdauer circa 55 Stunden. Also da kannst du ganz schön fliegen. Außenpanzerung, 3 Schott Vigtalen. Ja. Weltallfähigkeit 100%. Ja, Stillschwebefähigkeit 15 Minuten. Allgemeines Flugvermögen Tag und Nacht, wetterunabhängig. Grundsätzliche Einsatztauglichkeit 85%. Also, wie gesagt, ist auf jeden Fall interessant, sich das mal anzugucken, aber inwiefern das nur der Realität entspricht, möchte ich nicht beurteilen. Ja, Durchmesser 71 Meter, Antrieb Thule, Tachyonator. Thule kenne ich nur als Fahrradzubehörhersteller. Wer weiß, was sie damals noch so gemacht haben. Ja, Steuerung, Magnetfeld, Impulser 4A. Klingt interessant. Ja, 7000 Kilometer pro Stunde, rechnerisch bis zu 40.000. Ja, die Reichweite in Flugdauer 8 Wochen. Also, ja, Bewaffnung war auch drauf. Also, wie gesagt, inwiefern das hier der Realität entspricht, keine Ahnung. Hier haben wir noch eine Flugscheibe Vril 1, ne? Ein Jäger, Vril 2, ein Zerstörer. Ja, vielleicht ist es auch aus der Feder von einem sehr kreativen Menschen entstanden. Ja, Vril ist ein bekannter Ausdruck in der Esoterik, der daher nicht näher erörtert wird. In Berlin hat es vor 1945 sogar eine Vril-Gesellschaft gegeben. Der Ausdruck Haunebu erscheint bei Jürgen Spanhut in seinen Büchern Die Atlanter und die Philister auf einer Skizze im Bereich des Nordpols. Also hier Hanebu. Haun oder Haune bedeutet im Norddeutschen und auf Friesisch Hühne, Riese. Ja, Skizze aus Jürgen Spanhut, die Philister. Da sehen wir hier die Karte. Hatti soll vielleicht die Erdkarte darstellen. Südlicher Halbkreis, Lebu, Theben, ach, das ist die. Aha. Der große Wasserkreis, ja. Ja, Abbildung, ungefähres Weltbild der Ägypter um 1200 vor Christus. Um den Erdkreis fließt der große Wasserkreis. Der Erdkreis ist in 9 Bogen geteilt, daher kann der ganze bewohnte Erdkreis auch alle 9 Bogen heißen. Der 9. Bogen liegt an den Enden der Erde. Im fernsten Norden. Die Griechen nannten die Himmelssäule Stele Boreos, Nordsäule, den Himmelsträger Atlas.
Die antiken Völker glaubten, dass die Himmelsstütze unter dem Polarstern als dem einzig festen, einzig festen Punkt, unter dem sich drehenden Himmelsgewölbe steht. Obige Darstellung der Himmelssäule stammt von einem Schmuckkasten aus Elfenbein aus dem Grab Tutanchamuns. Hanebu, eine Bezeichnung für die Nordmeervölker. Ja, einer unserer Leser äußert die Vermutung, die unter Bewaffnung benutzte Abkürzung KSK könnte möglicherweise Kraftstrahlkanone bedeuten. In den Flugscheibenskizzen Hanebo und Föhl erscheint mehrmals der Name Schumann, ebenso Schumann-Gruppe und Schumann-Levitatoren. Der Name könnte sich möglicherweise beziehen auf Professor Dr. Schumann, an der Technischen Hochschule München tätig, testete zusammen mit seinen Kollegen den Magnetstromapparat. Gibt sogar ein Band, Geheime Wunderwaffen, Band 3, Seite 54, wenn man nachschauen möchte. Professor Schumann, Leiter der Forschungsaufgaben, auch in Deutschland. Ja, wer weiß. Während wir im besetzten Land verbliebenen Deutschen die neue Nachkriegssituation nicht erkennen konnten, besser gesagt wollten, waren unsere Feinde in zwei Gruppen sehr fleißig. Die eine Gruppe arbeitete darauf hin, die deutschen Flugscheibensichtungen aller Welt als natürliche Himmelserscheinung der Weltöffentlichkeit ganz ländlich zu deuten. Die andere Gruppe, wie der amerikanische Major Cahoe, auf Deutsch Schlüsselhaken, oder die während des Krieges beim englischen Secret Service arbeitende Jüdin Elisabeth Klacher, heute Südafrika. Ja, gehen wir noch weiter. Die zwei Aufnahmen der Venus-Untertasse von George Adamski am 13. Dezember 1952 zeigt deutlich die Ansicht von unten. Also wenn das Foto wirklich echt ist, dann ja, hat das schon eine ziemliche Beweiskraft. Sieht auch ähnlich aus wie die Hanebu. Gehen wir mal zurück und vergleichen das mal kurz. Wie dieses Ding da, was hier unten auch diese runden Teile. Oder der Autor von diesen Bildern hat sich an diesem Bild orientiert. Schwierig, 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 ja. Botschaft von einem anderen Planeten. Diese rätselhaften Zeichnungen kamen bei der Entwicklung des Films heraus, den der Venusmensch am 20. November 1952 mitgenommen und am 13. Dezember 1952 zurückgebracht hatte. Ja. Was auch immer das bedeutet. Ja, an dem Platz angelangt, wo sich der fremde Besucher mit mir unterhalten und wo er absichtlich seine Spuren ausgerückt hatte, stellten wir uns um die Abdrücke herum. Mit Ausrufen höchster Verwunderung betrachteten alle die seltsamen Spuren. Hier war wahrlich eine Botschaft hinterlassen, deren Deutung und Auslegung viel Arbeit und Mühe erfordern würde. Ja, fliegende Untertassen sind gelandet, ja, von Desmond Leslie und George Adamski. Ja. Deutsche Antarktische Expedition 38-39. Wir hatten das vorher schon mal auf einem Bild. Ja, es gab einige Expeditionen dahin. Und ja, die Deutschen waren ziemlich aktiv. Ja, schauen wir uns jetzt noch ein paar, zum Schluss noch ein paar Zeitungsartikel an. Ja, das Wunder von Schweinfurt 44. Deutsche Untertassen vernichten 145 Superfestungen. Wenn ich im Wochenecho so einen Bericht lese, dann, ja, keine Ahnung. Der zur obigen Sensationsgemeldung gehörende einseitige Bericht ist weitgehend irreführend, wie alle damaligen diesbezüglichen Berichte über die deutschen Flugscheibenentwicklung vor 45. Die Besatzungspresse versuchte in den Jahren 50 bis etwa 57 noch vorhandene und berechtigte deutsche Hoffnung dadurch zu zerstören, indem sie auch bei den deutschen Wunderwaffen die Behauptung aufstelle oder aber zumindest die Vermutung aussprach, diese seien beim Einmarsch der Alliierten ja, in deren Hand gefallen. Was meiner Meinung nach durchaus möglich ist. So, und ich gehe stark davon aus, dass das eh alles eine Suppe war. Ja? Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, Taucher bargen geheime Fracht des Seehelden Kapitän
Carlson, deutsches Zirkonium war für erstes Atom-U-Boot der Welt bestimmt. Ja, also da wurde auch was geborgen. Ja, 15.000 Tonner mit 37 Mann im Bermuda-Dreieck verschwunden. Ja, Hamburger Morgenpost. Bermuda-Dreieck, riesiges Schiff spurlos verschwunden. Lloyd's fällt Todesurteil für Kiki. Geisterflotte in den Versicherungslisten umfasst 70 Schiffe. Mitte Januar auf der Fahrt nach Jugoslawien spurlos verschwunden. UFO-Schock und Rettung im Bermuda-Dreieck. Ja, hier gucken wir mal näher rein. Forscher auf den Bahamas untersuchen Berichte, wonach ein UFO eine Familie vor dem sicheren Ertrinken bewahrte, nachdem ihr Urlaubsboot im Bermuda-Dreieck sank. Dr. Leopold Stinson berichtete in einem Symposium in Caracas, Venezuela, dass der Vorfall, welcher sich am 5. Mai 1986 ereignete, alle Anzeichen einer nachweisbaren Begegnung mit Außerirdischen trägt. Ihr eigenes Rettungsboot war in einem inneren Teil der Yacht verstaut, aber das Boot sank so schnell, dass sie es nicht herausbekommen konnten. Sie berichteten mir, dass sie SOS funkten, aber insgeheim rechneten sie mit dem sicheren Tode. Die Familie weiter. Das UFO, goldfarben und sternförmig aussehend, schloss ca. 70 Meter aus dem Wasser, schoss 70 Meter aus dem Wasser. Zu dieser Zeit waren sie alle wie von Sinnen vor Angst, äußerte sich Stinson. Stinson zitierte die Familie, wie sie ausgesagt hat, dass das UFO aus der See in die Höhe stieg, gerade Sekunden nachdem ihr 11 Meter langes Boot unterging. Unglaublich, sie nahmen die Hilfe des Raumschiffes an und retteten sich in das herabgelassene Rettungsboot, das die Insignien der US Air Force trug. Es ist dieses Schlauchboot, sagte Stinson, das ein für alle Mal beweisen könnte, dass außerirdische Intelligenzen im Bermuda-Dreieck operieren. Das Boot ist ein Typ, der gewöhnlich in den 50er Jahren gebraucht wurde, wenn seine amtliche Nummer zu irgendeinem Flugzeug passt, von dem wir wissen, dass es zu jener Zeit im Bermuda-Dreieck verschwand, würde das nahelegen, dass selbiges geraubt und unter den Ozean gebracht wurde, vielleicht von Menschen, die nicht von dieser Welt sind. Stinson meinte, dass die Suche nach einer entsprechenden Nummer infolge der großen Anzahl von Flugzeugen, die im Bermuda-Dreieck verschwanden, Wochen, Monate oder Jahre in Anspruch nehmen könnten. Unterdessen konzentrieren sich die Untersuchungen auf Berichte der geretteten Familien. Also, ich bin mir nicht sicher, ob sie es gefunden haben, ja, aber sie erinnert sich, dass das UFO knisterte und summte, als es durch die Oberfläche der See drang und sich zu ihnen hin bewegte. Sie sagten, das Raumschiff kam 6 bis 9 Meter zu der Stelle, wo ihr Boot sank und ließ das Schlauchboot der Air Force aus seinem Schiffsinneren herunter. Am Ende wurden die UFOs übernommen und die Internationalisten haben es. Weiß ja keine Sau. Sie berichten mir, dass das Raumschiff schwebte einige Sekunden über ihren Köpfen, dann verschwand es am Himmel. Die sprachlose, aber dankbare Familie schwamm zum Schlauchboot und kletterte an Bord. Erschüttert von ihren fürchterlichen Erlebnissen, drängten sie sich in der Finsternis der nächtlichen See eng zusammen, fügte Stinson hinzu. Ihr gekentertes Boot glitt geräuschlos unter der Ozeandünnung und eine bizarre Ruhe überkam die frierende Familie. Sie falteten beten die Hände und warten. Etwa 20 Minuten später fand die Besatzung eines Sportfischerbootes der Bahamas die schwimmende Familie in ihrem Boot und brachte sie ans Ufer, sagte Stinson. Sie berichteten den Fall gegenüber offiziellen Stellen, die Dr. Stinsons UFO-Forschungsgruppe für das Bermuda-Dreieck benachrichtigen. Ja, jetzt sind alle gespannt auf den Bericht, aber ich gehe mal dort stark davon aus, dass der Bericht nicht gekommen ist. Ja. US-Marine hebt ein UFO aus dem Puget Sound, ja, ein abgestürztes UFO, das aussieht wie solides Gold und von 2 Tauchern nahe der US-Küste unter Wasser gefunden wurde, ist mysteriös verschwunden. Jedoch wächst der Verdacht, dass das abgestürzte Flugobjekt außerirdischer Herkunft von der US Navy in einer geheimen Mission geborgen wurde. Die Regierung verheimlicht den mysteriösen UFO-Abstoß nahe Seattle. Vergleich auch Taucher suchen nach UFO in UN Nummer 292. März, April 85, wo schon einleitend über den Abschluss der USA berichtet wurde. Ja, das metallische, mit einer Kuppel ausgerüstete Flugobjekt wurde genau an dem gleichen Platz gefunden, wo vorher Augenzeugen berichtet haben, dass ein glühendes UFO in das kalte Wasser des Puget Sound von Bellingham, Washington gestürzt sei. Die Augenzeugen berichteten, das Weltraumschiff schleuderte einen Schauer von Funken und Flammen mindestens 70 Fuß hoch in die Luft und
wandelte das Wasser in einen kochenden Schaum. Also ja, UFO Crash Mystery, ja. Ja, war das tatsächlich ein Flugscheibenunfall? Wenn ja, hat die Mannschaft ihre Flugscheibe selbst reparieren können und ist wieder davon geflogen oder hat eine andere Flugscheibe eine Rettung oder Bergung durchgeführt? An eine Bergung durch die US Navy können wir nicht glauben. Das hätte die Macht schon wegen den Fluggeheimnissen einfach nicht zugelassen. Also der Autor dieser Bücher, ich bin mir nicht ganz sicher, welche Gesinnung der hat. Aber er hat auf jeden Fall ein paar Sachen nie verstanden. Und zwar, dass das ja, Dritte Reich illegal war und das wirkliche Vaterland das Zweite Reich ist, das Kaiserreich. Ja, in der Biskaya, dem berühmt-berüchtigten Meer zwischen dem französischen Brest und dem spanischen La Coruña, tobt seit dem frühen Nachmittag ein gewaltiger Orkan, haushohe Wellen, Hagel, gefährliche Strömung, in dieser Stunde ein brodelnd kochendes Wasser Entfernung. Ja, Todesdreieck im Atlantik, auf Geheimnisfolge verschwinden immer mehr Schiffe vor der französischen Westküste. Ja, hier sind dann noch, dann haben wir einen NASA-Physiker. Der entdeckt eine UFO-Basis vor der Küste Floridas. Und hier haben wir wieder das Ding, ne? Wenn die NASA das entdeckt, dann muss man sich auch wieder Gedanken machen. Beweise deuten darauf hin, dass das Verschwinden von mehr als 120 Schiffen und Flugzeugen im geheimnisvollen Bermuda-Dreieck auf fliegende Untertassen zurückzuführen ist. Unidentifizierte fliegende Objekte benutzen eine abgelegene Bahama-Insel als Basis für die Überwachung der US-Raumflüge und als Ausgangspunkt, um menschliche Musterexemplare von der Erde wegzuholen. Das sagt der NASA. Hier würde ich schon wieder sagen, dass das mit Absicht so gemacht wird, um halt dieses Problem der Außerirdischen aufzuschlagen. Weil das Problem, das wir haben jetzt das Klima als gemeinsamen Feind, ne, und der Mensch ist dafür verantwortlich. So kann man die Leute miteinander vereinen, so wie man den Westen gegen den Osten aufgebracht hat, beziehungsweise gesagt hat, der Russe ist der Böse und wir müssen alle zusammenhalten. So ist der Westen gewachsen. Wenn man jetzt aber die ganze Welt oder den ganzen Planeten oder die ganze Erdscheibe, je nachdem, wie wer jetzt hier gerade zuhört, unter einen Scheffel bringen möchte, dann braucht man den Feind von außerhalb. So, und dieser Feind von außerhalb können gut und gerne Außerirdische sein. Das ganze Buch kann Teil dieser Maßnahmen sein, aber dazu kommen wir dann später, wenn ich noch ein paar Worte am Ende des Buches ja, preisgebe. Ja, Segelboote und ein Sportflugzeug sind auch verschwunden. Ja, UFOs über dem Michigansee gesichtet. Die große Untertassenjagd des Jahres 1960 über dem Michigansee ging planmäßig im Oktober zu Ende. Sie wurde von vielen Augenzeugenberichten umrahmt, wonach viele unbekannte fliegende Objekte sowohl im Michigansee nordöstlich von Chicago als auch in der Bucht von Guantanamo, Stützpunkt der US-Marine, auf Kuba gelandet sind. Raumschiffe, allgemein fliegende Untertassen genannt, benutzen die Tiefen der Gewässer als Treffpunkte, erklärte der Chicagoer Patentingenieur und Weltraumenthusiast Radiokommentator John Otto. Eine Gruppe von 75 Mitgliedern der Great Lakes Identified Flying Objects Association fuhr mit elektronischer Spezialausrüstung an Bord von Fischerbooten von Waukegan aus hinaus auf den See, um ernsthaft zu versuchen, mit diesen Raumschiffen Kontakt aufzunehmen. Diese von Norman Jack Maynard aus Waukegan geführte Gruppe wurde durch den Obermaat Charles Dillon von der Marineschule der Großen Seen zu diesem Unternehmen veranlasst. Also, da ist einiges passiert. Ja, Hubschrauber waren am Start. Ja, in einem anderen Fall Schiffe und es wurden einige UFOs entdeckt. Ja, die Aufregung begann, als ein Mr. Victor Walter, 61, aus West Jarvis, bei der Polizeizentrale anrief und meldete, er habe aus im was aus
seiner im dritten Stock gelegenen Wohnung mit dem Fernglas ein Flugzeug beobachtet, das in den über dem See gelegenen Dunst heruntergegangen und nicht wieder herausgekommen ist. Er meinte, es habe sich in einer Entfernung von mehreren Kilometern vor der Küste befunden und er hielt es für ein viermotoriges Düsenflugzeug. Vier Polizeiboote, drei Küstenschutzkutter und mehrere Privatboote rasten los und suchten zusammen mit dem Hubschrauber über eine Stunde lang das ganze Gebiet ab. Sie fanden aber nicht einmal einen Ölfleck. Daraufhin wurde die Suche eingestellt. Weder von der Flugsicherung der Flughäfen O'Hara and Maysfield noch von der militärischen Stellen in Glenview und Bunker Hill, Bunker Hill in Peru, Indiana, wurden Flugzeuge als vermisst gemeldet. Viele Chicago-Einwohner wurden in den letzten Jahren durch zahlreiche sogenannte Schallmauerknalle erschreckt. Einige davon waren durch Flugzeuge verursacht worden, andere blieben ungelöste Rätsel. Der rote Schein, der manchmal im südlichen Teil Chicagos beobachtet wird, wird mit Reflexionen der Stahlwerke in Gary, Indiana, erklärt und so weiter und so fort. Ja, UFO smashes through Polareis. UFO bricht durch Polareis. Deutsche Übersetzung aus der Zeitschrift People in Australien. Viele Marineexperten sind davon überzeugt, dass UFOs von Stützpunkten operieren, welche tief unter der Meeresoberfläche liegen. Die Theorie erfuhr während der US-Navy-Operation Deep Freeze in der Antarktis einen enormen Aufschwung. Mannschaftsmitglieder an Bord eines Eisbrechers in der Admiralty Bay beobachteten höchst erstaunt ein ungeheures, silbriges Flugfahrzeug, welches das dicke Eis nach oben durchbrach und dann in den Nachthimmel raste. Laut Logbuch war das Eis, welches das geschossförmige Objekt zerriss, wenigstens 12 Meter dick. Riesige Blöcke gefrorenen Seewassers wurden hoch in die Luft geschleudert und fielen kaskadenartig rund um die Austrittsöffnung, in welcher das Meer kochte und Dampf ausspie, nieder. Dieser Zwischenfall war nur einer von Hunderten, welche sich in den letzten 40 Jahren zwischen Schiffen und UFOs ereignet haben. Es erschienen so viele Untertassen über den Meeren rund um Australien, dass die US Navy 1966 Professor McDonald hierher schickte, um diese zu studieren. Seine Entdeckung über treibende Riffe und glühende Lichtkugeln, welche in der Bassstraße zwischen Australien und der Insel Tasmanien beim Eintauchen beobachtet wurden, wurden nie für die Öffentlichkeit freigegeben. Aber diese erdrückenden Beweise zeigen, dass irgendetwas Sonderbares unter Australiens Meeren vor sich geht. Viele Seekapitäne und ihre Offiziere haben berichtet, dass die gigantische, scheinbar fremdartige Fahrzeuge in der Nähe ihrer Schiffe gesehen haben. Ein typischer Zeuge war Kapitän Julian Arlanza von dem argentinischen Schiff Naviero. Während er vor der brasilianischen Küste kreuzte, sahen er und seine Mannschaft eine riesige glühende Zigarre auf der Steuerbordseite. Sie machte keine Geräusche und es war keine Spur eines Seerohrs zu sehen. Ja, also, ja, UFO attacks Soviet ship in Arctic. Ja, UFO greift sowjetisches Schiff in der Arktis an. Sowjetischer Eisbrecher wird von UFO zum Narren gehalten. Ein sowjetischer Eisbrecher, welcher in der Karasee kreuzte, ortete mit dem Sonar ein bizarres Objekt. Die Mannschaft eines sowjetischen Eisbrechers spielte über 72 Stunden mit einem geheimnisvollen Unterwasserobjekt, welches später von einer zuverlässigen ostdeutschen Quelle als so groß wie ein Fußballfeld beschrieben wurde, Katze und Maus. Das aufregende Zusammentreffen begann als die Sowjets das Objekt, angeblich eine schwarze Scheibe, von roten blitzenden Lichtern umgeben, auf Radar in der Karsee ausfindig machten. Dem Bericht zufolge antwortete das Objekt nicht auf den sowjetischen Funkspruch, womit es an die Oberfläche gezwungen werden sollte. Es ist von offizieller Stelle bestätigt, dass Wasserbomben, welche gelegentlich zum Aufbrechen dicker Eis schon benutzt werden, ohne Erfolg auf die Scheibe geworfen wurden. Es wird gesagt, dass mindestens ein sowjetischer Seemann über Bord gespült wurde, als das Objekt durch das Polareis krachte und im All verschwand. Diese ostdeutschen Informanten sagten auch, dass der Eisbrecher an der Oberfläche Schäden durch gewaltige Eisbrocken erhielt, welche von der Scheibe herabfielen, als diese in den Himmel schoss. Meiner Meinung nach schwebt das Objekt
Nachdem es aus dem Meer aufgestiegen war, 20 Minuten lang über dem Schiff, sagte ein Informant. Welcher bat, anonym zu bleiben. Sie wurde als leuchtend schwarz wie Onyx mit blitzenden roten Lichtern am Rand beschrieben. Seltsamerweise wurde nichts darüber gesagt, ob es irgendwelche Geräusche gemacht habe, wenn es auch wie ein Objekt erschien, dessen Größe dies annehmen lässt. Der Informant sagte, dass es sowjetischen Kampffliegern, welche von einem sibirischen Stützpunkt ausstiegen, nicht gelang, das Objekt abzufangen, welches nach Norden, dann nach Süden schnellte und plötzlich im All verschwand. Sowjetische Militärsprecher haben ärgerlich abgestritten, dass irgendein Zusammentreffen solcher Art stattfand. Die Kreml-Bosse fügten hinzu, dass der Eisbrecher ein Zusammentreffen mit einem Schwarm Pottwale gehabt haben könnte. Aber ein schwedischer Hobbyfunker Lars Gundersen erzählte der Presse, dass er hörte, wie die sowjetischen Piloten während der Verfolgung über das Objekt sprachen. Sie sagten, dass sie hinter einer fliegenden Scheibe her seien, sagte Gundersen. Einer von ihnen sagte, sie sei so groß wie ein Fußballfeld. Ein anderer sagte, nicht schießen, wir wollen dir nichts tun. Die Sichtung des Objekts folgte einem Jahr nie dagewesener Uferaktivität in und um den Karasee. Aufgefordert, das angebliche sowjetische Zusammentreffen zu erläutern, sagte der französische UFO-Forscher André Poynon, es gibt Gründe anzunehmen, dass sich dort etwas abspielt. Jetzt spekulierten UFO-Forscher über das, was das UFO dort getan hat. Einige glauben, Fremde aus dem All haben Proben irdischen Unterwasserlebens in dem kalten Wasser des nördlichen Polarkreises gesammelt. Schöner Quatsch, Anmerkung Hugin. Andere glauben, das UFO könnte sich unter dem Ozean versteckt haben, um einige notwendige Reparaturen durchzuführen. Ja, was auch immer es war, so ziemlich interessant. Ja, der Kreis des Todes. Es gibt noch andere Bermuda-Dreiecks. Ja, also nicht nur das amerikanische Bermuda-Dreieck geschehen merkwürdige Dinge, sondern auch in schwedischen Gewässern bei Öland und Gotland geschieht etwas Ähnliches. Die schwedischen Seeleute nennen dieses Gebiet den Kreis des Todes. Also nicht nur das Bermuda-Dreieck, ist halt nur das bekannteste. Ja, der Siegeszug der Wahrheit ist nicht mehr aufzuhalten, ist hier die große Überschrift. The National Examiner, 1988. Das UFO-Mystery is solved. Und hier steht der Leftovers from the Yazis, um ein viertes, ich nenne es mal viertes Gebiet zu erstellen. Ja, lese mal die deutsche Übersetzung. Sinngemäß, ja. Und das ist ein Millionenblatt. Ja, schon vor langer Zeit wurde das Rätsel lösungsgefunden. Die Außerirdischen sind in Wirklichkeit Yazis, die ein neues gründen wollen. Die Regierungen dieser Welt sind darüber bestens informiert, aber auch total verängstigt, sagte ein führender Forscher. Gemäß Christoph Friedrich, Autor von UFOs, Yazis Geheimwaffen, Samizdat Verlag, Toronto, Kanada, hat Deutschland schon 40 eine kleine UFO-Flotte gebaut. Friedrich behauptet ferner, dass deutsche UFO-Wissenschaftler mit ihren Maschinen, Prototypen samt Testpiloten aus Deutschland verschwanden, als die Alliierten näher rückten. Er behauptet und belegt, dass der Selbstmord von ja, dem Typen und seiner Geliebten nur erfunden und zur Gegnertäuschung gedacht war. Daher konnten keine Leichen gefunden werden und die alliierten Beweise waren lediglich Indizien ohne Wert. Ja, da gibt es ja auch einige Sachen, die sich darum ranken. Stattdessen ist der Typ mit einem der ersten Düsenflugzeuge der Welt nach Norwegen und von dort mit einem U-Boot nach Südamerika in einen dort befindlich geheimen Stützpunkt verschwunden. Auf der Fahrt dorthin, aber noch im Nordatlantik, wurde die U-Boot-Flotte in 120 Booten Anfang Mai 1945 von einem britischen Flottenverband aufgespürt. Jedoch die Briten mit neuen geheimen hochtechnologischen Waffen restlos vernichtet. Der einzige überlebende Kapitän eines britischen Zerstörers erklärte danach, Gott behüte mich, noch einmal mit dieser Macht in Konflikt zu kommen. Es scheint, dass die Geheimwaffen, die noch wenige Tage zuvor von seinen Reden erwähnte, also der Typ hier erstmals im Kampf angewendet wurden. Friedrich behauptete, dass der berühmte Typ Agenten für die Errichtung der geheimen Militärbasen in Südamerika und UFO-Basen in der Antarktis
gefälschte US-Dollar und englische Pfundnoten benutzt haben. Mit großem Weitblick hat der Typ vorausgeplant, unter anderem herrenloses Land in der Antarktis in Besitz genommen. Die deutsche Expedition fand 38-39 unter Kapitän Richard statt. Sie landete in der Gegend von Königin Maudland, wo sie Stützpunkte errichtete. Die amerikanischen und sowjetischen Regierungen wissen seit 40 Jahren von den geheimen deutschen UFO-Basen, haben aber die Tatsachen verschwiegen. Friedrich glaubt, dass der Typ sein sogenanntes letztes Bataillon wird von einem kommenden weltweiten wirtschaftlichen Zusammenbruch in Aktion treten. Dann werden die fliegenden Untertassen strategisch wichtige Gebiete übernehmen und die Welt regieren. Das schreibt der National Examiner 1988. Ja. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Ja. Dann exklusiv Reagan, der Typ da, sieht jüngstes Gericht Washington. Der amerikanische Präsident Ronald Reagan hält es für durchaus möglich, dass sich die Welt gemäß der Offenbarung Johannes dem jüngsten Gericht und der Entscheidungsschlacht von Armageddon zwischen Gut und Böse nähert. Thomas Dein, Geschäftsführer eines für gute Beziehungen zwischen den USA und Israel werbenden Kommission, sagte Reagan, habe ihn am 18. Oktober empfangen und ihm erzählt, dass er am Abend zuvor mit den Eltern eines in Beirut ums Leben gekommenen Marineinfanteristen gesprochen hat. Der Präsident habe das Gespräch mit den Worten fortgesetzt: Wie Sie wissen, gehe ich immer wieder auf eure alten Propheten im Alten Testament und auf die Anzeichen zurück, die Armageddon ankündigen. Ich ertappe mich dabei, dass ich mich frage, ob wir die Generation sind, die erlebt, wie das auf uns zukommt. Ich weiß nicht, ob Sie in letzter Zeit eine dieser Prophezeiungen wahrgenommen haben, aber glauben Sie mir, sie beschreiben ganz gewiss die Zeit, die wir jetzt erleben. Münchner Merkur 1983. Ja. Dann haben wir hier das geheime Superpower Treaty, also der Superpower-Vertrag. Wurde das seit Jahrzehnten bestehende alliierte Bündnis gegen Deutschland jetzt in einem Geheimpakt zu einem noch engeren militärischen Bündnis erweitert? Werden die USA und die UdSSR jetzt auch zu Lande, zu Wasser und in der Luft engstens gegen die Scheibenmacht zusammenwirken? Ja, die deutsche Übersetzung haben wir hier. Ich gebe es nochmal sinngemäß her, weil darüber habe ich schon was gelesen. Und zwar hat USA und Russland sich gegen diese UFO-Dingens zusammengeschlossen in einem Supergeheimpaket, Geheimpakt, geheimer als die A-Bombe. Oder die Invasion in der Normandie haben Präsident Reagan und Sowjetparteichef Gorbatschow beschlossen, ihre militärischen Kräfte zu vereinen, um den Planet Erde gegen die Angriffe feindlicher Raumschiffe zu verteidigen. Ja, das stand in der Weekly World. Also in der Zeitung. Inwiefern die Zeitung nur, ja, sind nun mal, wie er es vorher in dem Buch auch beschrieben hat, die Weltmedien. Ja, dann haben wir noch ein Interview von einem Japaner. Hier sieht man auf dem Bild, er beschreibt diese Flugscheibe. Schauen wir mal, gibt es eine Übersetzung? Sehe ich jetzt keine. Schauen wir mal, ob wir das hier on the fly übersetzen können. Gordon. Think what I'm going to. Now our bit communication. Das war ein kleines Flugobjekt hier. Und irgendwie haben sie was übertragen, was er gehört hat. Ja, eine Art Interferenz. Ja, und er sagt hier, ja, das hat verlassen fürs Mutterschiff. Aha, zurück zur Nummer. Ja, did you say it's like a German talking? Der fragt jetzt, hast du gesagt, dass die Deutsch geredet haben? Und dann sagt der Typ, ja. Ja. Ist es wirklich so? Ich
keine Ahnung. Ja, geheime Wunderwaffen. Fliegende Untertassen, UFOs, außerirdische grüne Menschen sind Wortschöpfung und gezielter Ablenkungsschwindel der alliierten Mächte und ihrer Medien in Ost und West. Tatsache ist, Flugscheiben, Flugkreisel und Feuerkugeln wurden in supergeheimen deutschen Werkstätten vor 1945 entwickelt und gebaut, belegt durch BRD-Presseberichte von 50 bis 57 und Bundeswehr-Nachschlagewerte unter anderem Quellen. Die sogenannten Wunderwaffen fielen nicht in Feindeshände, wie damals behauptet wurde. Ja, hier haben wir noch ein paar Quellen. Das ist vom HUGIN, Gesellschaft für politisch-philosophische Studien e.V. Meine abschließenden Wörter zu diesem Buch. Es steht viel drin. Es ist auf jeden Fall unterhaltsam, sagen wir es so. Inwieweit das der Wahrheit entspricht, kann ich nicht beurteilen, weil dieses Buch auf jeden Fall nach 1918 entstanden ist. Und da ist alles mit Vorsicht zu genießen. Dann ist auch die Frage, wenn das stimmt hier drinne, dann gibt es auch ein paar Widersprüche. Denn die Internationalisten haben angeblich Angst, machen aber trotzdem ihre Sache weiter und führen ja, ja einen großen Zusammenbruch, führen sie ja herbei, was ja aber eigentlich dagegen spricht, weil dann würden sie ja den Flugscheibenbesitzern da wieder etwas ermöglichen. Dann ist es so, dass hier Zeitungsberichte drin sind, die als ja, eine Art Beweis angeführt werden. Leider sind aber, wurde vorher gesagt, dass die Internationalisten und ihre Medien alles in der Hand haben. Daher sind auch innerhalb des Buches ein paar Widersprüche zu finden. Für mich ist es ja, unterhaltsam, aber mehr auch nicht. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war ein ziemlich langes Video, aber ich wollte das Buch in Gänze vorstellen und nie einfach nur viele verschiedene kleinere Videos draus machen, damit das Ding abgehakt ist. Ist ein Fundstück. Ich werde das auch als Fundstück deklarieren und ja, schauen wir mal, ob sich aus dem Buch etwas für die Zukunft ergibt. Vielleicht findet man an anderer Stelle noch ein paar Sachen, die darauf hinweisen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis bald.